Marokkanerinnen und Marokkaner in der Bundesrepublik, besonders in Köln, sind ja sehr gut organisiert eigentlich seit Jahren. Die sind auch in den Migranten-Selbsthilfeorganisationen, was die Zusammenarbeit mit anderen angeht, sehr, sehr aktiv. Daher kenne ich sie ja seit 20 Jahren so gesehen. Es ist eigentlich so, dass die erste Generation natürlich immer noch bei der Teilhabe enorme Probleme hat, aber die zweite und dritte Generation der Marokkanerinnen und Marokkaner, was die Integrationsleistungen angeht, ist eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Die sind genauso hier geboren, groß geworden und haben überhaupt keinen Unterschied von den Einheimischen so gesehen. Die Jugendlichen haben natürlich sehr gute Integrationsstand. Wir wollen ja als Integrationsausschuss eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund, egal woher sie kommen, welche ethnische und religiöse Hintergrund sie haben, einen Teil dieser Gesellschaft akzeptieren und die gleichen Rechte geben. So gesehen auch für die marokkanische Community ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie eigentlich die gleichen sozialen und politischen Rechte haben wie Einheimische. Und dadurch können sie sich natürlich emanzipieren, weil sehr viele Menschen, auch die türkische Migrantinnen und Migranten, haben ja, was ihre Heimatsregierungen angeht, enorme Probleme. Die sind hier, die sind ein Teil dieser Gesellschaft, die werden auch dauerhaft hier leben. Und so gesehen, diese Gleichstellung der Menschen mit Migrationshintergrund aus Marokko zum Beispiel, sehr wesentliche Bestandteile, dass sie sich hier einschulen und hier wirklich mit gleichen Rechten leben können. Und dafür werden wir sorgen. Wir haben ja in NRW jetzt diese Teilhabe- und Integrationsgesetz verabschiedet. Damit versuchen wir vor Ort die gleiche politische Rechte zuzugestehen. Und davon profitieren natürlich auch die Menschen aus Marokko auch sehr stark. Ich denke, für die doppelte Staatsangehörigkeit bin ich grundsätzlich. Wenn die Menschen beide Staatsangehörigkeiten haben wollen, dann sollen sie haben. Das müssen wir auch, ich glaube, für jede Migrantengruppe zugestehen. Das hat natürlich die Folge, dass die Heimatländer natürlich als Wahlpotenziale sehen und so gesehen innenpolitische Auseinandersetzungen nach Ausland transportieren. Das ist ein Nachteil. Weil wir haben ja ganz andere Interessen hier in der Bundesrepublik als Menschen mit Migrationshintergrund. Und in den Heimatländern gibt es da und da unterschiedliche Regierungen. Die werden natürlich diese Wahlkämpfe auch hier unter den Migranten durchführen. Das ist ein Nachteil. Aber ich gehe davon aus, dass die Menschen hier in der Bundesrepublik leben, so weit entwickelt haben, dass sie eventuell sich nicht instrumentalisieren lassen. Hoffe ich zumindest. Weil wir haben ja ganz andere Interessen, aber dadurch können sie auch wahrscheinlich für die Demokratisierung in ihren Heimatländern auch beitragen können. So gesehen, denke ich, hat positive und negative Seiten. Das hängt davon ab, wie die Migranten-Selbsthilfeorganisationen natürlich die Menschen irgendwie organisieren und informieren. Wenn man sie gut informiert und für die demokratische Entwicklung in ihren Heimatländern einsetzt, könnte auch sehr, sehr positive Auswirkungen haben. Ja, das war ihr erstes Treffen eigentlich mit der Minister. Das war erste Kontaktaufnahme und so weiter. So gesehen haben wir keine konkreten Absprachen getroffen. Aber wir haben natürlich die Probleme oder die Sorgen der Marokkanerinnen und Marokkaner hier in der Bundesrepublik thematisiert, was für eine Regierungspolitik sie in Marokko machen, zum Beispiel die Menschen im Ausland zu unterstützen. Über solche Sachen haben wir uns ausgetauscht. Und wir haben auch verabredet gewesen, dass diese Kontakte etwas intensivieren. Weil die Menschen leben ja hier, die haben unterschiedliche Probleme. Die meisten können wir natürlich in der Bundesrepublik lösen. Aber es gibt eben einige Probleme, weil sie Doppelstaatler sind, aus dem Marokko entstehen. Das muss man deswegen, ich glaube, mit den Regierungen noch Kontakt aufnehmen. Es geht uns wirklich darum, hier in der Bundesrepublik leben der Marokkanerinnen und Marokkaner gleichzustellen und ihre Probleme zu lösen.
wenn die Landesregierung oder ihre eigene Regierung dafür Hilfestellungen geben, dann bin ich dankbar dafür. Deswegen war erste Runde Aufnahme. Ja, ich glaube, alle Menschen mit Migrationshintergrund, sowohl aus der Türkei, aus Marokko und so weiter, haben einen steinigen Weg hinter sich, weil diese Migrationspolitik in der Bundesrepublik auf dem Rotationsprinzip geruht war, dass die Menschen wirklich nicht vorgestellt hatten, am Anfang hier dauerhaft zu bleiben. Und die Bundesrepublik hat ja sehr lange Bekenntnisverweigerung getrieben und nicht mal akzeptiert, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist. So gesehen haben wir, ich glaube, fast 40 Jahre verloren, über die Integrationspolitik Gedanken zu entwickeln. Sind wir aber jetzt, Gott sei Dank, seit 2000 offiziell anerkannt, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist. So gesehen müssen wir sehr viel nachholen, was die Gleichstellung der Menschen mit Migrationshintergrund heißt. So gesehen brauche ich oder ich glaube, hoffe ich, dass die marokkanische Community hier in der Bundesrepublik sich aktiv politische Geschehen in der Bundesrepublik einbringt, ihre Anliegen einfach vorträgt und für die Lösung dieser Probleme aktiv mitarbeitet in den demokratischen Parteien hier in der Bundesrepublik. Wir haben tatsächlich sehr viele Probleme in der Bundesrepublik, ein Rassismusproblem, die wir vehement bekämpfen müssen. Wir haben Gleichstellungsprobleme und so weiter und so fort. Dafür, ich glaube, brauchen wir gemeinsam gegen solche unmenschliche Ideologien gemeinsam zu kämpfen. So gesehen hoffe ich, die Marokkanerinnen und Marokkaner aktiv in das Politik einbringen.